Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Gesetz ist die Folge des Glücksspielstaatsvertrages und wird deswegen auch im Land Brandenburg verabschiedet werden müssen. Wer allerdings meint, dass das Automatenspiel nur ein Randthema in der großen Glücksspiellandschaft ist in Deutschland oder Brandenburg, der irrt. Bei Glücksspiel denken die meisten von uns natürlich immer an Lotto, und richtig, von den mehr als 22 Millionen Bundesbürgern zwischen 16 und 65 Jahren spielen die meisten Lotto, mindestens einmal im Jahr. Und 7 Millionen spielen an Glücksspielautomaten. Aber wenn wir uns da mal angucken, dass die Deutschen 25 Milliarden Euro im Jahr in Glücksspiele investieren, einschließlich Lotto, aber bei den Lottogesellschaften davon nur 7 Milliarden investiert werden, 8 Milliarden in den Glücksspielautomaten in Spielhallen und Gaststätten reingesteckt werden und 8 Milliarden, man höre und staune, in den Glücksspielautomaten in den staatlichen Spielbanken landen, dann sehen wir, dass wir es hier doch mit einem großen Geschäftsbereich zu tun haben und nicht mit einem kleinen Problem. Fast 2/3 der Spieleinsätze werden also im Automatenspiel untergebracht. Zurzeit gibt es 170.000 Spielautomaten in Spielhallen und rund 70.000 in Gaststätten. Allein 2008 wurden 100.000 neue Geräte aufgestellt. Ein Milliardengeschäft nicht nur für den Staat, der natürlich Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Spielbankenabgabe kassiert, sondern natürlich auch ein Milliardengeschäft nicht nur für kleine und mittelständische Unternehmen, sondern auch zum Beispiel für die Gauselmann-Gruppe, die 1 Milliarde Umsatz macht und sehr kreativ dabei ist, immer neue Wege der Parteienfinanzierung herauszufiltern. Könnte also eigentlich alles prima sein, wenn es nur darum geht, Geld zu vereinnahmen für den Staat und vielleicht ein bisschen die Wirtschaft anzukurbeln, aber die Abhängigkeit, die Abhängigkeitsgefahr für Spieler ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Insgesamt wird die Zahl der spielabhängigen Deutschen auf rund 250.000 geschätzt. Die Brandenburger Landesstelle für Suchtfragen verzeichnet rund 10.000 Menschen in Brandenburg mit problematischem Glücksspielverhalten und bezeichnet 9.000 weitere Personen als pathologische Glücksspieler. 8 von 10 Personen, die eine der 13 Suchtberatungsstellen des Modellprojektes Frühe Intervention bei pathologischem Glücksspiel aufsuchen, geben in Brandenburg als Hauptproblem Geldspielautomaten an. Und die Suchtforschung stimmt zumindest darin überein, dass für die Ausprägung der Suchtgefahr die Griffnähe des Suchtmittels, die Begrenzung der Verfügbarkeit das entscheidende Element ist. Und so wie der Nichtraucherschutz in Gaststätten zu einem Einbruch beim Zigarettenabsatz geführt hat, ist auch davon auszugehen, dass eine Reduzierung der Zugangsmöglichkeiten zum Automatenspiel auch zu einer Reduzierung der Suchtgefahren führt. Und der Einstieg in das Automatenspiel, auch das ist belegt, erfolgt in der Regelfall in Gaststätten, übrigens nicht in Spielhallen. Und insofern müssen natürlich die Gaststätten auch mit einbezogen werden. Und meine Kritik an diesem Gesetz ist, dass eben die Gaststätten etwas unterbelichtet bleiben. Denn wenn wir sehen, dass oder wenn wir die Spielhallen und Spielbanken letztendlich als die Fixerstuben der Glücksspieler bezeichnen wollen, dann müssen wir sehen, dass die Gaststätten eben der Bereich sind, in denen fürs Glücksspiel angefixt wird. Und es ist ein Problem, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz, wo eben die wesentlichen Elemente der Glücksspielforschung in Deutschland stattfinden, hat man festgestellt, dass 14,2% der 12- bis 18-Jährigen in den letzten 12 Monaten an Geldspielautomaten gespielt haben. Und das ist ja kein unbeträchtlicher Faktor. Und die gehen natürlich nicht in die Spielhallen, wo in der Tat auch darauf geachtet wird, ob jemand scheinbar unter oder über 18 ist, sondern die gehen natürlich in die Gaststätten hinein. Insofern ist es zu begrüßen, dass jetzt landesrechtliche Restriktionen auch gesetzlich verankert werden. Aber wir stellen fest, dass wesentliche Probleme nicht angesprochen werden. Insbesondere die Spielbanken, also die staatlichen Spielhallen, bleiben völlig außen vor. Sie sind in dem Gesetz überhaupt nicht berührt. Ich denke, das geht auf die Dauer nicht. Da wird noch nachgearbeitet werden müssen. Auch mit diesem Gesetz wird der Spielsucht damit kein entscheidender Riegel vorgeschoben. Und es wird auch der Ausbeutung der Automatenspieler, auch das muss man ja dann sagen, kein Riegel vorgeschoben. Aber es wäre verwunderlich, wenn die FDP
mit dem Entschließungsantrag der Gauselmann-Gruppe das Geschäft vermasseln wollte. Ich glaube, das ist wohl nicht ernsthaft gemeint, sondern da stehen andere Interessen im Hintergrund. Deswegen werden wir den FDP-Entschließungsantrag ablehnen. Dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung werden wir uns mit einer Enthaltung begnügen müssen, weil die Restriktionen unseres Erachtens nicht ausreichend sind. Recht herzlichen Dank.